Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football. Ja, wir haben eine spannende Woche vor uns. DFB-Pokal, zweite Runde und der nächste Spieltag. Deshalb werden wir jetzt mal ein bisschen Regeneration machen in dieser Woche. Und ja, der Rest bleibt so. Dann wie immer Weiterbildung, ist klar. Ja, der Rest kann so bleiben, würde ich sagen. Da machen wir nichts. Gehaltserhöhung, ja, kann er haben. Hier werden wir bitte erholen. Und hier machen wir Gymnastik ein bisschen. Genau. Und hier bitte auch erholen. So, das sollte reichen. Und weiter geht's. Ja, das kann er haben. Da erinnern wir nichts. Also wir werden weiter mit der Fünferkette agieren, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt den Co-Trainer entmachtet, in Anführungsstrichen. Das lassen wir so. Das hat nämlich ganz gut funktioniert das letzte Mal. Gegen Gladbach ist eine Fünferkette, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Wir sind uns natürlich weitaus überlegen. Ja, soweit so gut. In den Kapezas würde ich gerne mitnehmen, wenn es geht. Den können wir brauchen. Genau, den lassen wir so und der Rest passt, ne? Ja, würde ich sagen. Genau. So sieht's aus. Wir werden das Spiel zerstören, ist auch klar. Abseitsfalle machen wir ein bisschen, ganze Kerle, dann Pressing, Variabel, das reicht. Durch die Mitte werden wir agieren. So, ungefähr würde ich sagen. Dann, das passt, so. Manndeckung, wenn wir nur einen nehmen, genau. Und es ist ein... Eure Eltern werden stolz sein oder wir sind unangenehm und haben nichts zu verlieren, würde ich sagen. Go. Ne? So sieht's aus. Ausverkauf, 19.600 Zuschauer. Sehr gut. Das bringt Kohle. So bitte nicht. Ja, wir machen weiter. Wir machen aber vielleicht die Taktik etwas anderes. Und zwar das hier, Angriffsfußball. Und mehr Pressing, würde ich sagen. Ja, die sind uns natürlich überlegen, ist klar. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen was tun. Ärgern, ein Tor vielleicht, hopsch. Yes, genau so zum Beispiel. Stopp. So, wir wechseln mal ein bisschen.
Der Kapitas zum Beispiel für. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Der Erlingsson, der ist da nicht so gut aufgehoben. Pass auf, wir stellen mal um. Wenn jetzt hier mal kurz was verändern. Und schauen mal, ob das auch gut funktioniert. Der Hasnüttel ist heute nicht so gut drauf. Deswegen stellen wir um auf das hier. Auf 541. Mal gucken, ob das was bringt. Bringt nichts. Schade. Hätte noch klappen können am Schluss, aber leider nicht. Aber immerhin, zweite Runde. Gegen Gladbach kann man ausscheiden in der Bundesliga. Immerhin, hier haben wir Geld eingenommen. Eine Niederlage gegen einen solch übermächtigen Gegner ist aber auch keine Schande. Das siehst du. So ist gut. Unser Fokus muss auf die Liga sein, nicht abzusteigen. Da kommt als nächster Gegner jetzt der SC Paderborn. Zuerst noch der Rookie des Monats. Ja, hilft uns auch nicht weiter. Ja, ist natürlich auch wieder etwas stärker als wir. Ich würde aber trotzdem gerne so bleiben. Dieser Langesberg, der hat doch irgendein Problem, ne? Genau. Ist zu schlecht für die Mannschaft, nicht gespielt, Konkurrenz. Der hat auch den Vertrag, den er nicht verlängert bekommt, ne? Genau. Ich glaube, wir werden den tatsächlich verlängern. Null Form, aber den werden wir gleich in die Höhe pushen. Ich würde gerne so bleiben. Probier's nochmal. Aber wir spielen Angriffsfußball mit kurzen Pässen, das können wir am besten. Und dann wieder durch die Mitte, wenn es geht. So, Abseitsfalle. Dann natürlich hier Pressing. Und ganze Kerle. Wir sind gallig und eklig als Gegner. Ein-Mann-Deckung hier. Der Rest passt. Genau. Go. Ah, nur 10.000 wieder. Schade. Oh, Eckball. Auf geht's jetzt, komm.
So, ja. Ist wieder dieses Was tun? Ich glaube, wir werden jetzt wieder umbauen. Hasenhüttl raus und wir stellen mal ein bisschen was um. Und stopp. Ja, 0-0 ist besser als verlieren, ist klar, aber so kommen wir auch nicht weiter. Pass auf, wir werden hier mal kurz was ändern, den Obus rein. Dann rechts außen den Porter rein. Genau. So, wenn wir mal agieren. Bleibt beim 0-0. Ach, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen immer noch mit den Punkten hinten. Ja, bisschen offensiver vielleicht am Schluss. Ägypten, na, ja, auch interessantes Land, aber leider nichts als Trainer für uns, tut mir leid. So, oh ja, Spielerneubewertung, ganz wichtig jetzt. Mal gucken. Das war's. Okay, gut. Nächste Woche gegen den HSV. Na, bravo. So, persönliches Weiterbildung haben wir gesagt. Genau, wie immer. Dann langes. Berg, machen wir mal bitte hier jetzt den Vertrag. Wir verlängern den. Der letzte hier, ne? Genau, den Weidinger. Glaube, den behalten wir auch. Verlängern wir auch mal. Und in der zweiten Mannschaft, da werden wir uns von einigen trennen müssen. Ja, Weidmüller, Kehre. Spielten ja eigentlich hier, also je nachdem, was halt da ist, ne? Okay, so Medizin, da haben wir den, werden wir besuchen und der Rest passt dann so. Fanclubs beschenken machen wir am Mittwoch. So, Eckenrückraum bitte noch. Freistoß, Freistoß. Elfmeter machen wir auch noch mal. Ja, nee, machen wir so. Genau. Go. So, jetzt wird's interessant.
Das 3 Jahre, nee. Ich gebe dir nur 2. Mein Lieber. So, ne? Ja, das muss doch reichen, oder? Für dich. Dann kommen wir dir jetzt entgegen mit dem da und dem da. Immer noch nicht. Was bei einer Ablösesumme von 1,1 Millionen? Ja, das kannst du haben. Die Laufzeit will er aber nicht verändern. Pass auf, dann setzen wir hier einen Aktions. Soll man den einsetzen? Ah, 3 Jahre. Schwierig. Ja, okay. Ja, wir akzeptieren das. So, du, mein Lieber. Ja, das ist mir alles zu hoch hier. Nee, nee, nee. Laufzeit, ja gut, das kannst du haben. Verlängerung, Verein, Spieler, nee, Spieler bekommt keins, wenn dann nur ich. Siegprämie. So, ne? Bisschen entgegenkommen. Gespräch führen, gute Besserung. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird heute gegen Hamburg. Gut, der ist nicht so dramatisch, der Rosell. Im Winter werden wir einiges dann noch tun, in Sachen Abwehr vor allem. Sehr glücklich wenigstens. Müsste schon besser werden. Also wenigstens stehen wir jetzt stabil da hinten, muss ich sagen. Deswegen würde ich jetzt ungern da was ändern. Die Frage ist nur, sollen wir. Alle Offensiven verkauft, ne? Ja, außer wir probieren mal was ganz Interessantes, und zwar das hier. So. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Dann kann man der Erlingsson auch da spielen. So vielleicht.
Wir probieren's. Wir machen aber wieder unsere Taktik hier mit Angriffsfußball, kurze Pässe, offensiv, vorsichtig. Dann natürlich wieder mit Abseitsfalle, mit Pressing, volle Kanne. So, dann Kampf, genau. Dann haben wir hier eine Manndeckung. Und der Rest passt dann so. Die Torchancen. Eieieiei. Ja, weiter. Ah, nee, jetzt ist der auch noch gesperrt, der Ali. Na, bravo. Wo ist der Markreiter? So, wir müssen jetzt was ändern. Wir müssen jetzt den Hasenhüttl rausnehmen. Jetzt müssen wir wieder komplett umbauen. Gott. Spiel zerstören und direkte Pässe, bitte. Ne? Das ist jetzt unser. Taktische Gründe, tut mir leid. Genau. Sieht nicht gut aus. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Gas geben hier, so offensiv. Wir machen Pressing. Otto kommt rein. Dann muss er mal ein bisschen was tun, weil die Leute etwas erschöpft sind. Pinotti. Ja, dann werden wir mal ein bisschen offensiv machen, aber ich glaube, das wird schwierig. Ne? Das wird echt schwierig. Mit 10 Mann auch noch. Und wir spielen auf schwierig, ne? Nur zur Info. Reicht leider nicht. Interessant. So, nächste Woche. Da müssen wir wieder ein paar Spieler schicken.
Wunderbar. Dann haben wir noch hier bitte. Mitglieder werben machen wir auch mal, genau. Wo ist denn hier? Sponsoren, genau. Da waren noch ein paar Banden frei, ne? Genau. Die wollten wir auch noch suchen. Irgendwo war doch noch. Achso, das ging noch nicht. Okay. Gut. Ja, der Rest bleibt so, würde ich sagen. Wir müssen da durch. Es hilft alles nichts. Die Auslastung der des Personals. Oh ja, hier immer noch ein bisschen Problem hier buchhaltermäßig. Okay, bekommt einen vierten Mann hinzu. Das reicht alles, wunderbar. So, Einladung, Ausrüster machen wir auch. Was haben wir hier? Freundschaftsspiel. Oh, wir haben kein Spiel diese Woche. Was habe ich da als Training eingestellt? Okay, na, mal gucken. Ah ja, aber Flügel haben wir gesagt, genau. Außen, außen. Passspiel, Passspiel. Durch die Mitte. Durch die Mitte. Und hier mal Kopfball. Hier machen wir mal bitte Technik. Genau, das sollte funktionieren. Also nicht hier. Paraden. Okay, nee, passt. Stadionausbau abgeschlossen, sehr gut. So, wir haben jetzt noch vier Banden. Nehmen wir die hier. Ja, ein bisschen mehr, ne, würde ich sagen. Wenn schon, denn schon, nicht kleckern. Ja, immer 160.000 für 3 Jahre, glaube ich. Ja, genau, das passt. Nächstes kurze Pässe bitte. Unser ausgeliehener Spieler. Ja, wir werden im Winter Spieler ausleihen. Die brauchen wir. Hopsch, auf seine alten Tage. Der wird Kopfball machen, ja. Kurze Pässe als zweites und dann Schusskraft. Oha. Wir wollen den Ludwig Badeneck verpflichten. 1,6 Millionen. Interessant. Aus der eigenen Jugend heraus.
Nächste Transferperiode. Ja, probieren wir mal. Ja, bitte. So, wenn du gehst, dann möchte ich aber noch eine Entschädigung haben, bitte, ne? So. Und dann schon irgendwas mit 2,4. Das werden wir akzeptieren. Ja, den werden wir abgeben zur Winterperiode. So, nächste Woche. Wir trainieren Fähigkeiten, würde ich sagen, genau. So, persönliches, Weiterbildung, wie immer. Ja, dann machen wir wieder das Gewöhnliche. Ja. Teilungsleiter. Das nehmen wir raus. Und hier machen wir bitte mal, was ist denn da noch nicht so ganz klar? Oh, wir müssen hier mal Schweiben wieder üben, würde ich sagen. So. Ja, das bleibt. Der trainiert als nächstes bitte Stellungsspiel und dann Ballgewinne und dann als nächstes Zweikampf, genau. So. Da muss jetzt unbedingt was gemacht werden hier. So, wir stellen mal wieder den Co-Trainer auf. Was würde der hier uns jetzt anbieten? Also der Ali Nizar oder Nizar Ali ist raus. Der hat gesperrt. So, er würde jetzt hier... Nehmen wir den Scherge schon drin lassen. Der ist 8,1. Mein Lieber. 4-3-3 wird er spielen. Ja, warum nicht?
Was ist mit dem los? Ist der immer noch? Ah, der will nicht weg, der will spielen. Ganz einfach, ne? So sieht's aus. Okay, wir probieren es mal so. Aber mit Angriffsfußball, wenn schon, denn schon. Dann hier wieder Abseitsfalle, das üben wir ja jetzt gerade. So. Nächste Woche wieder, wenn es klappt. Dann will ich. Verschafft euch Respekt. Dann Wörterbuch, genau. Und wir brauchen unbedingt jetzt hier was. Die Null muss stehen, keine Experimente. Manndeckung. Macht mal der Pollack bitte. So. Go. Auf geht's. Geht doch! Die sind eigentlich, ja, ein bisschen besser, aber normalerweise auch nicht, jetzt nicht so weit weg von uns. Halt bloß den Ball, ne? Ja, vorne ist eigentlich alles ganz gut. Da Pinotti mal loben und den Hasenhüttl mal loben. Sieg wäre so wichtig gegen Sandhausen. Hau das Ding rein! Oh. Soll ich jetzt offensiv sein oder nicht? Komm, gewinn, Lufer. Eckball, komm, auf geht's. Lufer, Kenda. Herr Peters! Ach, das kann nicht wahr sein, oder? Ach. Ja, wir stellen jetzt um. Alles oder nichts.
alles oder nichts hier, ne? Die ja nicht treffen, ne? Chancen über Chancen. Meine Herren, was ist denn los? Jetzt wieder der Gegenzug. Ich will halt nicht, ne? Es will halt nicht. Und mehr kann ich nicht mehr machen. Nee. Ach. Wir verlieren wichtige Spiele gegen Sandhausen auch noch. Ja, gute Arbeit geleistet. Was soll ich machen? Wenn sie nicht treffen. Angebot aus Brasilien. Nee, ablehnen, tut mir leid. Nicht dahin. Wenn wir bleiben in Europa. Ja, das war die Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob wir die Liga erhalten oder nicht, dann ein Abo da lassen. Abo ist kostenlos. Und für die ganze Staffel bzw. die ganze Serie We Are Football oben rechts die Playlist nicht vergessen. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.